Willkommen zu State of Decay. Mein Name ist Hendrik vom MMOGA YouTube Team und ich zeige euch heute den Zombie Survival Shooter State of Decay. State of Decay beginnt erstmal ohne Rendersequenz, ohne epische, breite Story-Erklärung. Ihr werdet mehr oder weniger einfach mitten ins Spiel geworfen und müsst euch gegen die ersten Zombie-Horden verteidigen. Danach geht es auf, sich ein Überlebenshaus zu sichern und erste Ressourcen zu finden, die man dann für den Spielecharakter verwenden kann. State of Decay lässt sich am besten vergleichen mit GTA mit Zombies oder eventuell mit DayZ, doch allerdings findet man hier ein etwas anderes Gameplay als bei diesen Titeln. So befindet sich State of Decay vielleicht in der Mitte von beiden. Denn es sind nicht die Multiplayer-Schlachten, die man hier erleben kann wie in DayZ, und es ist leider auch nicht die packende Story und Geschichte, die man erfahren kann, wenn man GTA spielt. Nein, es ist mehr ein Survival-Spiel, was auch komplett darauf setzt. Holy shit, are you okay? You mean aside from being lost in the woods, attacked by psychopaths and watching two of my best friends die? Yeah, I'm Peachy. Sorry I asked. So, is it this bad everywhere? Man, I hope not. We got some survivors back at the ranger station that seem to know what's going on. But we didn't have time for orientation. Well then, let's get the hell back there. Love the idea, but we got kinda volunteered to check a couple other places for survivors first. Just think of it as payback for the time that you volunteered us for the running of the bulls in Pamplona. Okay then. You want a tank point or should I? Also wer schon immer mal DayZ spielen wollte, ohne von Mitspielern genervt zu werden, ohne dass man einen High-End-PC braucht, ohne dass es anfängt zu laggen, zu ruckeln und zu buggen, der kann sich State of Decay auf jeden Fall mal anschauen, denn das Ganze ist wirklich sehr interessant geworden. Hier ist man ja größtenteils alleine unterwegs, kann aber mit verschiedenen Leuten und Spielern spielen. Während des Spielens tut man dann verschiedene Charaktere freischalten. Allerdings sollte man aufpassen, denn wenn ein Charakter einem über den Jordan geht, dann bleibt der Charakter natürlich auch nicht mehr spielbar. Der ist dann nämlich tot. Somit ist das Ganze relativ spannend und ihr seid dann unterwegs in einer Zombie-Apokalypse, die noch nicht hundertprozentig geklärt ist, warum oder wieso die jetzt überhaupt ausgebrochen ist. Das könnt ihr dann vielleicht weiter in der Story erfahren, aber das will ich jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht spoilern. Maybe later. Die Grafik des Spieles ist eventuell mittelmäßig. Für eine Xbox 360 ist das auch nicht mehr hundertprozentig zeitgemäß. Sound ist auch nicht unbedingt sehr überragend. Allerdings geht der schon klar. Ich habe da auf jeden Fall keine größeren Mängel festgestellt. Die Steuerung des Spiels funktioniert relativ leicht von der Hand. Allerdings ist das Zielen gar nicht so einfach in diesem Spiel. Das haben andere Shooter auf der Xbox schon deutlich besser gemacht. Dafür ist das Gameplay wirklich überragend. Denn wenn man hier etwas machen will, dann ist es auf jeden Fall auf Überleben spielen. Ihr seid also hier auf einer riesig großen Karte unterwegs und könnt verschiedene Sachen entdecken. Nachdem ihr diese Sachen entdeckt habt, könnt ihr euch an die heranschleichen und jetzt könnt ihr diese ganzen Sachen ausnehmen. In den ganzen Sachen würden sich dann neue Lebensmittelvorräte finden, neue Waffen finden, Munition finden und vieles weitere Nützliche auch. Diese ganze Munition, Waffen und Lebensmittelvorräte könnt ihr dann dazu verwenden, eure eigene Stadt aufzubauen oder mehr oder weniger euer eigenes Lager aufzubauen. Dort findet ihr dann immer wieder weitere Überlebende, die könnt ihr dann in euer Lager verfrachten und somit euer Lager erweitern. Dann könnt ihr euer Lager mit weiteren Werkstätten erweitern oder ihr könnt weitere Schlafplätze schaffen, um weitere Überlebende aufzunehmen.
Somit bildet ihr nach und nach der Versorger einer kleinen Gemeinschaft und die wächst euch dann mehr oder weniger auch ans Herz. Hin und wieder gibt's dann ein paar kleine Story-Missionen, die sind aber wie gesagt nicht unbedingt der Rede wert, denn hier geht es wirklich mehr um das ganze Entdecken der Karte, um das Herumschleichen, um die Nervenkitzel, dass man nicht drauf geht, denn wie gesagt, wenn man drauf geht, dann bleibt man auch tot und muss zu einem anderen Charakter wechseln. Allerdings hat das natürlich auch Vorteile, dass man sich so eine eigene Gemeinschaft aufgebaut hat, denn dann kann man gegen Moral eigene Items erstehen von denen, natürlich nicht nur die Items, die man ihnen gebracht hat, die kann man auch gegen Moral eintauschen. Und mit der Moral kann man sich dann wieder neue Waffen, neue Munition besorgen. Und je nachdem, wie viel dort unterwegs sind in eurem Lager, könnt ihr dann natürlich andere und weitere Gegenstände in euer Inventar bringen. Dann müsst ihr natürlich auch ständig aufpassen, dass euch eure eigenen Einwohner nicht wegsterben. Daher müsst ihr immer genügend Munition, genügend Essen und genügend medizinische Hilfe parat haben. State of Decay würde ich also allen empfehlen, die ein DayZ-ähnliches Erlebnis haben wollen, die auf Erkunden stehen, die auf das Überleben stehen und auf das Finden von Gegenständen und weiteren Plätzen auf der Karte. Wer hier eine große Story erwartet, der wird leider enttäuscht. Und auch der Horrorfaktor in diesem Spiel ist eher relativ gering. Auch wenn es mal ab und zu Tag- und Nachtwechsel gibt, ist das Ganze nicht extrem unheimlich, so dass man sich vor Angst in die Hose machen müsste. Wer sich also für so ein Gameplay interessiert und dazu noch ein paar MMO-Elemente wie das Aufleveln der Charaktere, das Verbessern von Skills, das Aufwerten des eigenen Lagers, der sollte sich das Ganze auf jeden Fall mal anschauen. Es macht auf jeden Fall süchtig, denn wenn man einmal angefangen hat, sein eigenes Lager aufzubauen, dann will man das auch ausbauen. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen in State of Decay. Wie gesagt, geht es hier größtenteils um das Erkunden der Karte, um das Hereinschleichen in Gebäude und das Sammeln von Ressourcen. Da gibt es natürlich auch noch Fahrzeuge, die ihr dazu verwenden könnt. Und das Ganze wird von einer losen Story mit begleitet. Wenn ihr also jetzt den Zombie-Horden Einhalt gewähren wollt, dann kauft euch das Game günstig bei MMOGA zum Kampfpreis. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder im nächsten MMOGA-Video. Very secure. No Zeds here. Game Peace. Game Cards. Gold und Credits. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen.